Tagung über Verfolger und Verfolgte aus den drei monotheistischen Weltreligionen ist etwas, was es wie Sand am Meer gibt. Als Generalsekretär von CSI Österreich bin ich sehr stolz darauf, dass wir diese Tagung anders konzipieren, dass wir nicht die Generalverdächtigungen wiederholen, sondern dass wir nach Wegen suchen, die in die Zukunft weisen und die das Gewaltpotenzial, aber auch das Versöhnungspotenzial der drei abrahamitischen Religionen auszuloten versuchen, manchmal auch wieder den Zeitgeist, wieder allen Terror. Und wenn ich jetzt von CSI Österreich natürlich zuallererst an Christen in Not denke, an die rund 250 Millionen Christen, die weltweit ihren Glauben nicht frei und ohne Risiko bekennen können. Wenn ich daran denke, dass allein in diesen ersten 5 Minuten der Einleitung von Professor Pribil und meiner paar Worte auf dieser Welt ein Mensch, der als Christ getauft ist und seinen Glauben nicht verleugnet, ermordet wurde wegen seines Glaubens. In diesen 5 Minuten, alle 5 Minuten. Wenn ich weiß, dass wir die größte Christenverfolgung haben, die es auf dieser Welt jemals gegeben hat und dass in 172 Ländern dieser Welt, die nicht einmal 200 Länder insgesamt hat, Christen verfolgt werden, dann ist das für mich ein Anlass zu helfen, wo wir es als CSI können, wo wir Christen in Not beistehen können mit Petitionen, mit Gebeten, denn die Kraft des Gebets ist die Kraft, die bleibt, wenn alles andere versagt. Und die Solidarität im Gebet ist unsere erste Pflicht, dort, wo wir in Freiheit beten können. Und mit den Spenden, mit denen wir zum Beispiel auch unmittelbar jetzt Flüchtlingsfamilien, die in Homs in Syrien vertrieben wurden, wo die Kathedrale niedergebrannt wurde, wo die Waisenkinder aus der Kathedrale des syrisch-katholischen, syrisch-orthodoxen Bischofs vertrieben wurden, wenn diese Flüchtlinge nun in Damaskus, in ihrer syrischen Heimat, aber eben ein paar hundert Kilometer entfernt, eine neue Heimat finden und wir mit 7 Euro einem syrisch-christlichen Mädchen oder Jungen das Schulgeld so weit finanzieren können, dass sie das Schuljahr beginnen können, dann bedeutet das, dass diese Familie, deren Kind in die Schule geht, ein weiteres Jahr eine Zukunft in der eigenen Heimat hat und nicht über die Grenze in das Exil gehen muss, von wo es keine Rückkehr gibt. Wir können so viel tun, aber wir müssen uns auch der Frage stellen, was wir miteinander und im Dialog um des Friedens und der Zukunft unserer Religionen und letztlich auch des Überlebens der Christen im Nahen Osten tun können. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen jetzt handeln und darum ist diese Diskussion so wichtig, weil wir ausloten müssen, wo wir gemeinsame Wege zwischen den Religionen gehen können. Wir haben Bischof Damian heute gehört mit den Schreckensbotschaften, aber auch mit dem Bekenntnis zu einer gemeinsamen Schaffung von Zukunft in Ägypten mit den muslimischen Nachbarn. Diese Hand dürfen wir als Christen nie zurückziehen, selbst wenn sie uns abgeschlagen wird. Wir sind die, die Dialog bringen müssen. Aber dazu müssen wir auch wissen, auf welchen Basis, auf welchem Fundament Dialog um der Freiheit der Religion möglich ist. Religionsfreiheit als Menschenrecht ist mein Thema und es ist ein akademisches Thema, weil wir uns stellen müssen der Frage, was möglich ist und nicht nur, was wünschenswert ist. Darum erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick. Unser heutiger Begriff der Religionsfreiheit als Menschenrecht stützt sich ja auf die am 10. Dezember 1948 verabschiedete UN-Menschenrechtserklärung. In Artikel 18 steht da, jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Und der Artikel führt weiter aus, dass damit auch das Recht auf den Wechsel der Religion oder der Weltanschauung gegeben ist. Was sich so einfach in ein paar Sätzen liest,
ist in Wahrheit der Höhepunkt einer jahrhundertelangen Debatte um die Frage nach dem Recht des Einzelnen, dem Recht des Individuums in der Gesellschaft und gegenüber der Gesellschaft und ihren Zwängen. Durch einen langen Lernprozess hindurch, in Europa ja gedrängt vom Blut der Opfer erst einen 30-jährigen Krieges um die Religionen und Konfessionen, dann zweier Weltkriege und des Holocausts, philosophisch erstritten durch Aufklärung, Säkularisierung und den Toleranzgedanken, hat dieser Prozess in Europa zur Herausbildung der weltanschaulich neutralen Demokratien geführt. Die Kirchen, natürlich auch und besonders meine eigene geliebte römisch-katholische Kirche, haben bis heute, 50 Jahre nach seiner Verabschiedung, immer noch so heftig umstrittenen Konzilsdokument Dignitatis Humanae, massive Probleme mit der Religionsfreiheit gehabt. Wir haben uns 2000 Jahre lang wirklich nicht immer mit viel Ruhm bekleckert. Unvergessen in diesem Zusammenhang auch der heilige und so wichtige Kirchenlehrer Augustinus, der in seiner späten Phase mit seinem Gedanken des Compelle Intrare, nötige sie in die Kirche einzutreten, gegen die Bedrängung der Donatisten gesprochen hat, in De Correctione Donatistarum. Ein Gedanke, der von Fulgentius von Ruspe, dem heiligen Bischof, aufgegriffen wurde und der in der Ketzerverfolgung des Mittelalters furchtbare Konsequenzen gezeigt hatte. Die hohe und höchste Wertschätzung des Einzelnen in seiner Entscheidung vor Gott findet sich jedoch bereits in der Verkündigung Jesu, dessen Willen zu erfüllen die Kirche und unsere Gesellschaft wohl noch immer und wohl auch bis zu seiner Wiederkunft anstehen wird. Thomas von Aquin hat, beeinflusst von der Ethik des Aristoteles, die Würde des irrenden Gewissens betont, auch gegen die Kirche, und damit den Weg freigemacht für die Sichtweise einer individuellen Religionsfreiheit, zumindest in Nutze, im Kern. Sowohl die individuelle als auch die kollektive Religionsfreiheit, also die Rechte des Einzelnen in der Gesellschaft, als auch die Rechte religiöser Gemeinschaften im Gemein der Gesellschaften, fußen auf dem Grund unserer Gewissensfreiheit, dass damit auch der Austritt aus einer Gemeinschaft frei und ungebunden möglich sein muss, ist eine logische Hochforderung, die die UN-Menschenrechtserklärung weltweit zu verankern sucht. Getreu der europäischen Geistesgeschichte ist diese höchste Form der Religionsfreiheit mit all ihren davor und damit geltenden Maximen von freier Religionsausübung, Schutz vor Diskriminierung, Blasphemie, Schutz der öffentlichen Praxis, etwa in den Fronleichnamsprozessionen, etwas, was philosophisch und rational für jeden Menschen erklärbar und logisch einsichtig ist. Für Papst Benedikt XVI., dem Namensgeber dieser Hochschule, in der wir zu Gast sein dürfen, er hat es so formuliert in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag am 01.01.2011, dass die Religionsfreiheit der Ausgangspunkt der moralischen Freiheit und ein Weg für den Frieden ist. In unserer säkularen Gesellschaft gehen wir sogar noch einen weiteren, in meiner persönlichen Sichtweise allerdings pervertierenden Schritt. Mit der Forderung nicht nur nach einer positiven, also die Ausübung der Religion betreffenden Religionsfreiheit, denn bis vor den höchsten Europäischen Gerichtshof ist die Debatte gegangen, ob einem Schulkind in der Schule der Anblick eines Kreuzes mit seinem in der innewohnenden Darstellung eines gekreuzigten Menschen grausam anmutenden Anblicks überhaupt zugemutet worden darf. Eine solche
negative Religionsfreiheit besteht aus den vier Teilkomponenten des negativen Glaubens, Religionsausübungs, Religionsbekenntnis und negativen Gewissensfreiheit. Frei zu sein von allem, was mich mit Religion in meinem Blick stören könnte. So wichtig die negative Bekenntnisfreiheit ist, bei der es darum geht, seine Überzeugungen nicht darlegen zu müssen. Beispiele sind etwa der Judenstern im Nationalsozialismus oder die Vermerke für Angehörigen der Bahá'í-Religion im Iran von heute. So problematisch kann die ungezügelte Ausübung des Rechts auf negative Religionsfreiheit werden. Denn in ihr wird das Recht auf einen religionsfreien Raum in allen öffentlichen Gebäuden und Plätzen gefordert. In letzter Konsequenz heißt das nicht nur die Verbannung religiöser Symbole aus Schulen und von unseren Straßen, sondern auch die Entfernung von allen religiöse Werte symbolisierenden Zeichen aus unserem Stadtbild. Also in letzter Konsequenz die Entfernung aller Kirchtürme und Kirchenbauten und wohl auch unserer wunderschönen Zisterzienserkirche in Heiligenkreuz. Sie könnte ja den Blick eines Atheisten beleidigen. Die Kirchen der Reformation allerdings haben eine gemilderte Form dieser negativen Religionsfreiheit im Österreich Josefs II. Erlebt, wo das Toleranzedikt ihnen zwar die freie Religionszugehörigkeit gewährte, aber ihnen nur Kirchenbauten erlaubte, die in die Häuserfronten eingebunden waren und keinerlei kirchliche Identifikationsmerkmale aufweisen durften, also auch keine Kirchtürme, nicht öffentlich als Kirchen erkennbar sein durften. Die beiden Kirchen des Augsburger und des Helvetischen Bekenntnisses in der Dorotheagasse in dem Zentrum Wiens sind dafür auch heute noch ein anschauliches Beispiel. Und wenn Sie schon einmal dort sind in der Dorotheagasse, dann gehen Sie doch bitte auch dort in das Jüdische Museum und dann auch noch in der Dorotheagasse weiter in das Dorotheum, wo Sie wunderschöne Beispiele aus der Barockgeschichte der katholischen Kirche in Österreich finden mit hoher Kunstfertigkeit. Unsere säkulare Gesellschaft beginnt in den letzten Jahren aber ungezügelt die Verbannung und Eliminierung alles Religiösen, besonders alles Christlichen, aus dem Alltag unserer Gesellschaft zu fordern. Daher ist die Arbeit des in Wien beheimateten den Dokumentationsarchivs der Intoleranz gegen Christen in Europa von besonderer Bedeutung. In unserer eigenen Heimat finden wir bereits Fälle, in denen das Tragen eines Halskreuzes zur Kündigung geführt hat. Der religiös motivierte Turban des im gleichen Office arbeitenden Sikhs blieb jedoch ebenso unbehelligt wie die Kette der Muslime am anderen Schalterdesk mit der Hand Fatimas, mitten in unserem säkularen Europa. Ich habe diese Entwicklungen dargestellt, um deutlich zu machen, dass auch unser Verständnis von Religionsfreiheit nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern das Ergebnis eines langen Leidens und Erkenntnisprozesses unserer eigenen Geschichte ist. Und wir weiter Lernende sind angesichts so mancher sich selbst absolut setzenden Gedanken zu einem nur noch sich selbst verpflichteten Verständnisses der Religionsfreiheit. Aber als Leser und Kenner der Evangelien ist uns wohl allen bekannt, dass Jesus Rechtssicherheit von Ehefrauen gegen die Willkür von Männern gefordert hat, die diese Ehefrauen nach dem jüdischen Gesetz ganz legal aus der Ehe entlassen konnten. Und als Folge sie damit meist einer sicheren Verelendung ausgesetzt haben. In Markus lesen wir im 10. Kapitel: Nur weil ihr so hartherzig seid,
hat Mose euch dieses Gebot der Ehescheidung gegeben. Was aber Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Revolutionär für das jüdische Verständnis. Weil eine Freiheit des Mannes zugunsten der Absicherung der Frau eingeengt wurde. Ein Lernprozess. Damit zeigt Jesus, der Herr, uns ganz deutlich, dass auch Gottes Erkenntnis und die Enthüllung des göttlichen Willens in unserer Gesellschaft und unserem Leben nicht einfach so als Deus ex machina aus dem Theaterhimmel herunterkommt. Sozusagen gegen unsere Menschlichkeit uns aufgepfropft wird oder jenseits unserer Begreifbarkeit liegen würde. Gott geht einen Lernweg mit uns, bis er schließlich durch das ganze Erste Testament hindurch, durch den Auszug aus Ägypten, die Lehre der Propheten, die vielen Irrungen und Verwirrungen und dann doch die 10 Gebote, sein Volk lehrend als gütiger Vater einen Weg zum mehr Verstehen geführt hat, durch furchtbare Vergehen an den Kanaanitern hindurch, weil sie es auch nicht besser verstanden haben. Gott geht diesen Lernweg mit uns so weit, bis er in Jesus seinen eigenen Sohn schickt, um zu vollenden, was durch das Erste, das Alte Testament, hindurch in die Menschen, also zunächst in das auserwählte Volk Gottes, hineingepflanzt wurde. Paulus erfasst diese pädagogische Weise Gottes mit uns, diesen Lern- und Lehrweg Gottes mit uns, seinen Ebenbildern. Paulus erfasst diese Weise Gottes, wenn er davon spricht, dass wir damals, in der Zeit des Ersten Bundes, wie Kinder waren, wie Kinder dachten und handelten. Jetzt aber, in der Erkenntnis Jesu Christi vollendet, wie Erwachsene sind, zu Verständnis und Verantwortung befähigt. Aber auch dieses christliche Erkennen fällt, wie uns die Kirchengeschichte zeigt, immer wieder in Unkenntnis und Verwirrung zurück. Die Ideen der personalen Würde des Menschen, der Religionsfreiheit, der Würde des Gewissens sind mitunter auch erst durch Aufklärung und Säkularisierung der Kirche wieder vor Augen gestellt worden. Und so ist es wirklich ein Wunder und ein Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir heute in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils dieses Bekenntnis zur Religionsfreiheit und zur Wahrheit auch in anderen Religionen als unseren Glauben annehmen dürfen. Es ist ein Stück Erfüllung, was Paulus von uns vor 2000 Jahren schon gedacht hat. Wir haben halt ein bisschen länger gebraucht. Aber kommen wir zurück zu der UN-Menschenrechtsdeklaration. Sie ist nur verstehbar aus der Geistesgeschichte unseres europäischen Kontinents heraus. So einsichtig diese Menschenrechtsdeklaration auch aus philosophischer Ableitung zu vermitteln ist, ist sie doch nur verstehbar auf dem Hintergrund unserer europäischen Geschichte. Sie muss zwar wie jede Philosophie auch der Untermauerung der Religionsfreiheit und der Menschenrechtsdeklaration anerkennen, dass andere Kulturen und Denkschulen möglicherweise zu anderen Schlüssen kommen und die Menschenrechte nicht so formulieren, wie es die UN-Menschenrechtsdeklaration aus dem europäischen Kontext heraus tut. Wie jede Philosophie kann auch die Menschenrechtsphilosophie keine ewige Wahrheit beanspruchen. Es sei denn, sie begründet sich, wie es ja auch der Rechtsphilosoph Böckenförde für unser ganzes demokratisches System aufzeigt, aus Werten, die außerhalb von ihr stammen. Also aus Werten, die nicht beliebig durch Mehrheitsentscheide auch wieder rückgängig gemacht werden können.
Solche Wahrheitswerte können aber nur von außerhalb des Menschen kommen. Sie selber wissen, wie schnell wir unsere eigenen Meinungen mitunter im Laufe eines Lebens über Bord werfen und ändern. Adenauer hat einmal gesagt, was kümmert mich mein dummes Gewäsch von gestern? Wenn wir Religionsfreiheit rechtsphilosophisch wirklich gründen und begründen wollen, dann muss es tiefer begründet sein als in unserer wankelmütigen, eigenen, selbstsüchtigen Existenz. Solche Wahrheitswerte können nur von außerhalb des Menschen kommen, sollen sie nicht durch Menschen auch wieder abgeschafft werden können. Und das vermögen nur Religiöse, also im Numinosen und seiner Offenbarung in der Welt, verankerte Grundwerte zu leisten. Auch diese im Numinosen ankernden Grundwerte müssen aber vor dem Menschen glaubwürdig sein, rational begründbar und zumindest der Vernunft nicht widersprechend sein, also denkmöglich. Nur dann sind sie auch wirklich dem Menschen würdig. Konkret in Bezug auf die Menschenrechte bedeutet das, dass wir auch mit ihnen in einem pädagogischen Dilemma stehen. Lernschritte vor uns haben. Denn für den größeren Teil der Menschheit sind unsere westlichen Menschenrechtsgedanken nur in Teilen nachvollziehbar. Der asiatische Konfuzianismus und Buddhismus, ebenso wie Hinduismus und Islam, können die ideelle Hochform der Vision einer individuell den einzelnen Menschen auch im Konflikt mit der ganzen Gesellschaft zustehenden Religionsfreiheit nicht folgen. Aus dem Gebot der Religionsfreiheit wird so eine anzuzielende Vision, worauf wir hinarbeiten, eine Hochform, die, und das müssen wir rechtsphilosophisch eingestehen, so nicht von allen Kulturen und Religionen dieser Welt geteilt wird. Wie der ganze Weg des Lernprozesses mit Gottes Willen und Weisung im Alten Testament, ist auch der Weg zu universellen Menschenrechten erst beschritten, aber noch lange nicht vollendet. Auf Deutsch könnte man sagen, das ist noch nicht gesickert. Ermutigend ist nur, dass im Austausch mit der westlichen und auch der christlichen Kultur, zum Beispiel die islamischen Staaten, den Weg zu einer grundlegenden Sicht der Religionsfreiheit im Licht des Koran beschritten haben. Hat die islamische Menschenrechtserklärung, die sogenannte Kairo-Erklärung von 1990, noch alle Menschenrechte grundsätzlich der Scharia unterstellt, so hat doch die arabische Charta der Menschenrechte von 2004 eine viel weitergehende Anpassung und Annäherung an die UN-Menschenrechtsstandards gebracht, zumindest in der Theorie. Aber wir wissen, wo etwas geschrieben ist, gibt es auch die Hoffnung, dass es bestehen bleibt und nicht beliebig veränderbar ist. Und damit kann ein Weg beschritten werden. Überall dort, wo Menschen und Kultur sowie Religionsgemeinschaften miteinander in den Dialog treten, ist der Weg zu einem gegenseitigen Lernprozess eröffnet. Und wo der Dialog verweigert wird, ist der Rückfall in die Absolutsetzung konfuser eigener Standards unausweichlich. Echter Dialog aber, das weiß ich von der Arbeit für Christen in Not mit CSI Österreich ganz besonders, echter Dialog muss aber in Respekt voreinander geführt werden, ohne Ausklammerung negativer und schmerzhafter Entwicklungen, Schändungen, Blasphemien, Zwangsislamisierungen, Vergewaltigungen, Vertreibungen, was auch immer. All das muss auf den Tisch kommen, weil sonst jeder Dialog verlogen bleibt und keinen Erfolg haben kann. Auch und gerade im Kontext der Religionsfreiheit gibt es aber keine Alternative zu diesem Dialog.
die mitunter geäußerte Alternative, dass wir einen neuen Kreuzzug brauchen. Oder ich zitiere, wie einst Karl Martell mit seinen Reiterheeren die Türken in das Meer treiben müssen, sind Alternativen, die nicht nur von unserem eigenen Selbstverständnis undenkbar sind, sondern es wären auch Alternativen, die mit Sicherheit die christliche Präsenz im Nahen Osten auslöschen würden als Reaktion. Dabei wird für uns als Christen und doppelt auch als Europäer geläutert durch 2000 Jahre Kirchen- und Staatsgeschichte die Hochform, diese höchste Form, die wir in der UN-Menschenrechtserklärung finden, immer ein anzuzielendes Hoffnungsgebot bleiben. Zu hart haben wir uns in Europa diese Definition im Gleichgewicht von Toleranz und Respekt erkämpft, als dass wir darauf jemals wieder verzichten könnten. Aber so wie jede Absolutierung zu einer Diktatur der negativen Religionsfreiheit führt, müssen wir auch jede Diskriminierung aus religiösen Gründen abwehren. So sollte auch klar sein, dass andere Kulturen und Religionen ihren eigenen Weg, ihre eigene Geschwindigkeit und ihre eigene religiöse Identität in diese Diskussion um die Religionsfreiheit mit einbringen müssen und sollen. So werden wir wohl lernen müssen, dass unsere europäische Sicht der Religionsfreiheit nicht als volle und höchste Form, sozusagen als Friss- oder Stirb-Standard allen anderen vorgeworfen werden muss und gefälligst zu übernehmen ist. Aber nie dürfen wir es unterlassen, den Dialog mit anderen Religionen und Kulturen über diese für uns unveräußerlichen Menschenrechte zu führen. Dabei gilt es, das Erreichte zu sichern, das Visionäre aber nie aus den Augen zu lassen und vielleicht auch ein wenig Demut in den Dialog mit einzubringen, angesichts von 2000 Jahren eigener Lernphase, die wir bislang selbst durchlebt haben und in denen wir noch lange nicht die Fülle der Weisheit und Weisung Jesu in unser gesellschaftliches Leben in Europa eingebracht haben. Lassen auch wir uns hinterfragen, wie glaubwürdig wir Christen in Europa angesichts unserer goldenen Kälber, der Wirtschaftszwänge und ungerechten Globalisierungsmechanismen sind. Und stellen wir uns der Frage, welche Werte und Wertschätzungen für Frauen, Kinder, Schwache, Alte, Ungeborene und Ausländer wir bei uns überhaupt noch vorzuweisen haben. Vielleicht bringt der Religions- und Kulturdialog ja auch uns ganz neue Erkenntnisse und Einsichten. Und vielleicht wird eines Tages doch die Bergpredigt zur Grundlage unserer ureigensten politischen Kultur werden können. Musik.